Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 26. Juni 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, wir starten in eine neue Woche, in der ich euch astrologisch gern wieder begleiten möchte. Und heute Nacht um kurz vor eins ist der Mond als Tagesanzeiger der Energien aus der Jungfrau in die Waage gewechselt. Wo er bleiben wird bis zum Mittwochabend, dann geht's weiter in den Skorpion. Aus der Waage heraus macht der Mond dann heute Morgen um 9.50 Uhr ein Quadrat zur Sonne. Die Sonne jetzt hier im fünften Grad des emotionalen Wasserzeichens Krebs. Dieses Quadrat des Mondes zur Sonne ist das zunehmende Halbquadrat nach dem Neumond, also der Halbmond. Der nächste Vollmond ist übrigens am 3. Juli dann im Steinbock. Ja, Mond in der Waage, im Luftzeichen Waage bedeutet Harmonie, Ausgleich, Gerechtigkeit, das sind Dinge, die uns heute emotional sehr, sehr wichtig sind. Wobei natürlich jeder Mensch seine eigene Auffassung von Gerechtigkeit hat und von Harmonie hat. Was für mich gerecht ist oder auf einer anderen Ebene harmonisch ist, muss für dich überhaupt nicht gerecht oder harmonisch sein. Und da müssen wir immer aufpassen, dass wir unsere eigenen Empfindungen nicht zu Gesetzen machen. Aber nichtsdestotrotz kann mit Mond in der Waage können wir einige vielleicht aufgekommene Konflikte entschärfen. Wir haben die Möglichkeiten, leichter auf andere zuzugehen. Vielleicht auch deswegen, weil man sich mit Mond in der Waage besser vielleicht auch in andere hineindenken kann, herausfinden kann, warum ein anderer Mensch sich so verhält, wie er sich verhält. Außerdem ist dem Mond in der Waage auch immer die Verbindung zwischen Innen und Außen sehr wichtig, nicht? Die Waage möchte eben auch, dass auch diese Dinge in einer Beziehung, in einer Harmonie sind, sodass hier auch versucht wird, eben Inhalt und Form miteinander zu verbinden. Was pragmatisch letztlich heißt, mit Mond in der Waage haben wir auch immer die Möglichkeit, uns, unser Zuhause, Dinge unseres Lebens einfach zu verschönern, den einen schöneren Anstrich zu geben, könnte man sagen. Ja, dann ist heute das auch in letzter Woche von mir schon angesprochene Quadrat des Mars zum Uranus exakt. Wir sehen ja hier im Löwen, Entschuldigung, eine Konstellation von Venus, die ja im Juli rückläufig wird. Lilith und Mars, sind alle dicht aufeinander zugerückt. Allerdings wird wegen der Rückläufigkeit der Venus und ihrer deswegen langsameren Geschwindigkeit, wird diese Konjunktion, also das Zusammenkommen von Mars und Venus im Löwen nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz ist das eine enge Konstellation, die hier auch mit Lilith einiges über Beziehung aussagt, über vielleicht dort nicht angesprochene oder sogar verdrängte oder sogar negative Emotionen, die in diesen Tagen eben stark hochkommen können. Mir geht es aber hier vor allem um das Quadrat des Mars zum Uranus, was heute Morgen um 11.23 Uhr exakt sein wird. Und da gilt es eben vorsichtig zu sein vor Übersprungshandlungen. Mars-Uranus hat auch mit Elektrizität, mit Strom zu tun, mit Informatik, Computern etc. etc. Hier gilt es vorsichtig zu sein, nicht zu hektisch und mit den Dingen umzugehen. Außerdem kann mit Mars-Uranus auch können sehr schnell die Wut, können die Aggression, können relativ schnell aufsteigen und dann tut man, sagt man, macht man vielleicht Dinge auch im Straßenverkehr, die man vielleicht lieber nicht tun sollte oder nicht getan hätte, wohin daher die Reue da ist. Also auch hier wieder erst besinne ich's, dann beginne ich's. Und auch deswegen Straßenverkehr heute Morgen mal vorsichtig sein, weil auch selbst wenn wir achtsam sind, kann es ja auch andere geben, wo die Emotionen am Steuerrad sitzen. Grundsätzlich aber ein Aspekt, der auch damit zu tun hat, vielleicht auch Routinen zu brechen, sich mehr Freiheit zu erlauben, die Dinge mal anders zu machen. Nichts gegen Routinen,
Das kann ja sehr hilfreich und nützlich sein, ne? Aber manchmal kann man auch dann darin ersticken. Und wenn wir uns gar keinen Raum mehr nehmen in unserem Leben, dann kompensiert eben Uranus, der Planet der Freiheit ist, kompensiert das da eben, indem irgendwann mal dann das brachial passiert. Und so können wir vielleicht heute auch mal überlegen, wie kann ich mal was anders machen, wo gibt es Strukturen, die ich mal verändern kann, wo kann ich vielleicht aus bestimmten Gewohnheiten ausbrechen. Ja, und dann Merkur, der ja heute Nacht im Quadrat zu Neptun stand. Merkur läuft dann heute ins Quinkungs zu Pluto, den 150 Grad Aspekt hier jetzt nicht eingezeichnet, weil noch nicht exakt genug. Pluto, der ja nach seiner Visite im Wassermann jetzt erstmal wieder bis Januar in den Steinbock, Januar 24 in den Steinbock zurückgekehrt ist. Das heißt, und hier auf 29 Grad 43 steht, also an der Grenze. Das heißt, jeder Planet, der das Zeichen wechselt, macht auch einen Aspekt zu Pluto. Und so auch Merkur. Merkur wird nämlich in der Nacht zum Dienstag in den Krebs wechseln, den Zwilling verlassen und macht dann heute Abend einen Quinkungs zu Pluto. Bedeutet Vorsicht vor negativen Gedanken. Auch in Gesprächen ein bisschen vorsichtig sein. Heute Abend ist nur ein Nebenaspekt, aber immerhin wird hier vom Merkur Pluto angetriggert und das bedeutet eben auch, Schattenthemen könnten eine Rolle spielen, aber auch Möglichkeiten zu tiefer Wandlung und Transformation. Heute dann am späteren Abend im Merkur-Wechseltag, das heißt vorsichtig mit Abmachungen, Verträgen etc., vielleicht lieber auf morgen verschieben oder übermorgen. Merkur im Krebs bedeutet dann, Merkur gesetzt sich dann zur Sonne, wird diese ja auch dann am 1. Juli erreichen. Mit Merkur im Krebs wird dann auch das Denken und Kommunizieren sehr viel emotionaler werden. Im Zwilling hat ja Merkur immer noch so ein bisschen die Sachebene hochgehalten. Im Krebs als Emotionszeichen spielen ja die Emotionen, die Gefühle eine größere Rolle. Merkur wird daher stärker emotional beeinflusst. Das sollten wir wissen. Soweit erstmal die Konstellation von heute. Manches werde ich in den nächsten Tagen noch erläutern. Anderes kommt dazu. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wünsche uns allen einen schönen Montag, einen guten Wochenanfang und sage Tschüss, bis morgen.